ist, meine Freunde, und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Seht ihr den Gang da? Der ist neu. Wir müssen uns da hinstellen und dann da hoch fokussieren. Scheiße. Ach, sowas muss man erstmal kommen. Naja, ich habe auf jeden Fall keinen Weg nach unten oder oben gefunden und habe mich hier hingestellt. Gesehen, hier sind auch so Blubber, Blasen, Dingsy, Blutschies, was auch immer. Ja, die habe ich dann angefokust. Und dann ging das hier rabiat ab. Was redest du da eigentlich? The gods will face a ship full of their fools, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun. Jetzt kommt die Story. All kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. Nein, naja, jein. Trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. True story. Wenn ihr jetzt wissen wollt, warum geht er zurück? Man weiß nie, wofür man eine offene Tür mal braucht. Man weiß auch nie, ob man direkt zurückkommt. Sandy, nicht übermütig werden. Nur aufmachen. So, was haben wir heute? Heute ist Sonntag. Ist es schon wieder Sonntag? War das nicht letzte Woche erst? Naja. Ich bin mir nicht sicher, was ich aktuell Neues gemacht habe in der Woche. Das ist der Nachteil, wenn man voraufnimmt. Aber es war bestimmt awesome. Ich bin mir ganz sicher. Wie geht's euch? Geht's gut? Du, Typ Tussi, was auch immer du gerade bist, der mit zuschaut. Das sieht nach Kampf aus. Na, das wird schwarz, ich will nicht. Jetzt wird alles schwarz. Also, schönen Tag gehabt. Wenn nicht, dann mach doch einen. Was hält dich ab? Ja, jetzt fokussiere ich dich. The Northmen said each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monsters and be killed. Toll, durch die Schlange. Du kannst nicht gegen uns gewinnen. Du bist ein dickes, unbewegliches, unästhetisches Ding mit Schlangengesicht, Kopf, Korallenfresse. Jetzt seid ihr zwei unästhetische Dinger. Aua. Na, no, nicht ganz behind you. Everywhere! Das ist genauer getroffen. Steh auf, steh auf, steh auf. Hört ihr die Geschichte zu Ragnarok? Ich meine, habt ihr sie gerade gehört? Aber, oh, das ist eine der wenigen Geschichten, die mich immer extrem mitnimmt. Immerhin geht es ja um mich. Wir Skalden werden an der Seite von Odin sterben. Finish it! Nordmann mit Schild. Schildmann. Schildmann des Nordens. Den kann ich aber noch nicht anfokussieren. Witzig. Der Fokus hat den Schlag gebrochen. Ich will den Soundtrack zu diesem Spiel haben. Du hast nicht getroffen, Nordhuhn. Give it to him. Flawless Victory. Naja, nicht ganz. Flawless hieße, wir hätten ja nichts erreicht. Wir wären nicht geschlagen. Wer ist ne? Reden, reden, bla bla bla. Wir wären nicht geschlagen worden. Ha, da soll doch mal jemand sagen, Brücken reparieren wäre schwer. Ist. Irgendwann werde ich euch nochmal die Geschichte von Ragnarok erzählen. Warum? Das machen Skalden so. Wir erzählen die Geschichten. Der Typ, der gerade erzählt, der ist Skalde. Also nicht ich. Also ja doch. Also ich meine, der im Spiel ist auch Skalde. So. Oh, ihr bringt mich durcheinander, ne? Ihr verrückten Hühners. Ja, wie kann man am besten noch mehr Zeit rauszögern? Damit wir ein bisschen überdecken, dass es nicht langweilig ist eigentlich gerade. Und wir uns auch jetzt einen Kaffee holen könnten in der Zeit, wo ich dahin laufe. Wir könnten langsamer reden. Boah, das geht auf die Stimmbänder. Aber übelst. Ha! Ready for the last fight? Auf jeden Fall.
Hel bewacht also die Tür. Na dann. Fight! Focus! Mehr habt ihr nicht zu bieten? Na, Schildmann? Schildnord? Kurze! Hier! Oh, hat das Dickerchen versagt? Ihr könnt übrigens auch eine Waffe laden. Ihr könnt damit ein paar Mal ausweichen. Nur nicht zu oft, dann ist sie nämlich auch noch geladen. Bam! Hey! Habt ihr es gehört? Finishen! Na dann. Not you, not you. Perfect! Ich liebe diesen Finisher. Vorsicht! Genau das meinte ich mit Vorsicht. Remember the Warriors! Hier ist niemand winning. Also außer mir, meine ich. Das ist so geil, dass die Zeit dann langsamer wird. Warum habe ich das am Anfang des Spiels einfach nicht gecheckt? Wo kommt ihr eigentlich alle her? Der Nachteil daran ist, dass die ganzen Nordmänner in die Hölle gekommen sind anscheinend. Können wir jetzt bitte wieder? Danke. Also ein Fluffless Victory ist das hier nicht. So, der wäre gemacht, der wäre gemacht, der wäre gemacht, der ist geblockt, der ist geblockt. Ich bin hier entschieden zu umringt gerade. Vögelmänner, haut mal ab hier. Boah, Mann. Das ist ein Tastengesmasche hier. Puh. Augenblick. So. Das ist alles lächerlich. Mehr. Mehr. Naja, dann nicht. Du hattest die Chance. Jetzt will ich auch keine Kämpfe mehr. Was? Was? Ja, dann seid ihr tot. Dann go. Ich glaube, das wird eine längere Folge. Ich hab da so ein blödes Gefühl. Soll ich gehen? Tut mir leid, ich muss Arschloch sein. Wir müssen hier Schluss machen. Wisst ihr warum? Weil ich nicht weiß, wie lange es geht. Und wenn das jetzt die nächste Folge noch ein Kampf wird. Ich will nicht, dass das eine 40-Minuten-Folge wird. Zudem soll ich und dürfe ich das nicht. Also es tut mir in meinen Augen persönlich leid. Es geht aber direkt weiter. Und dafür wird die Folge morgen die letzte. Wir gehen weiter und machen bis zum Schluss. Außer es sind so 2-Stunden-Ding oder so. Außerdem sagen wir, stimmt eh, wir sollen aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen und verzeiht mir diesen kleinen Fauxpas mit den Stunden. So macht es das spannender. Cliffhanger! Huhu, wie geht's aus? Wir sehen uns morgen wieder. Macht den Tag zum Schützen eures Lebens und bis dahin, euer Wolf.